Oh, er versucht vorbeizuziehen. Bottas! Yo, der hat mich volle Kanne an der Seite gecrashed. Junge, bei 300. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel 1 2017. Meine Damen und Herren, dort sehen wir gerade den WM-Stand. Uns trennen 25 Punkte von Platz 3, meinem persönlichen Saisonziel. Und es geht dieses Mal nach Kanada. Unser Ziel ist es wirklich, irgendwie vor Bottas und Kimi Räikkönen zu landen. Denn Platz 1 und Platz 2, damit Vettel und Hamilton, das sieht nicht gut aus. Aber diesen Platz 3, den können wir schaffen. Und das chillen wir logger-floggig in Kanada, Alter. Unsere Crew ist ready. Ich öffne den Laptop und möchte euch ganz kurz etwas zeigen. Und zwar habe ich endlich Punkte investiert. Wir sehen es einerseits in den Antrieb, dann in die Strapazierfähigkeit, in das Chassis und in die Aerodynamik. Das Problem ist allerdings, das braucht noch ein bisschen. Wir können hier mal ganz kurz draufklicken. Die Entwicklungszeit ist noch eine Woche. Dementsprechend widmen wir uns jetzt den wirklich wichtigen Dingen. Und zwar gehen wir zum Training. Was ich natürlich mal wieder überspringen werde. Oh, eine Voicemail. Mal gucken, unsere Ziele. Hi, ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Okay, Platz 17 oder höher. Nein, wir müssen auf jeden Fall besser da vorne sein. Laptop, komm, lass mich ins Qualifying. Blitzqualifying starten. Okidoki. Laptop wird zugeklappt und wir setzen uns hinter den Flitzer. Hallo und willkommen am Circuit Gilles Villeneuve. Hier findet das heutige Qualifying für den großen Preis von Scheint Kanada. Gutes Wetter zu sein. Ja, ja, ich mach mal los. Ach, hier den Vettel. Obwohl, ich mag Vettel eigentlich. Also, der wirkte immer sehr, sehr sympathisch. Zack. Okay, meine Damen und Herren, jetzt geht's wieder um die Wurst, meine Damen und Herren. Das Qualifying startet und, boah, das war gerade gar nicht so einfach, da wieder das Steuer zu übernehmen. Wir sehen hier vor uns natürlich den Führenden. Das ist scheinbar momentan Hamilton. Und da müssen wir gucken, dass wir wieder schön runterbremsen. Leider ein bisschen verbremst. So wirklich viel Zeit liegen gelassen. Ihr habt mir empfohlen, mehr aus den Kurven raus zu beschleunigen. Oh Mann. Also da wäre ich vielleicht doch noch mal eher ins erste freie Training gegangen. Denn die Zeit sieht momentan nicht gut aus. Hamilton ist wirklich schon sehr, sehr weit vorne. Müssen gucken. Ich habe auch, ich muss zugeben, lange nicht mehr gespielt und Kanada ist eine Strecke, die ist mir auch nicht so bekannt. Also Australien kenne ich wirklich aus dem FF. Das ist ja meistens immer die erste Strecke der Saison gewesen. Oh, und hier muss man wirklich weit runter beschleunigen. Auch nicht sonderlich gut. Das kann uns wirklich jetzt gleich vor allen Dingen beim Start große Probleme bereiten, wenn wir da wirklich von so weit hinten starten müssen. DRS ist aktiv. Runterbremsen, jetzt hier die Schikane. Ja, einigermaßen gut. Da haben wir noch mal ein bisschen Zeit wettgemacht. Schnellste Runde 1:17. Also, holla die Waldfee. Sehr zufrieden mit dieser Platzierung. Gut gemacht. 10. Platz. Okay. Ist nicht perfekt, aber wenn wir den Start richtig nutzen können, dann können wir hier noch gut nach vorne fahren. Wir sehen Bottas, Räikkönen nur Vierter. Also, wir müssen vor Bottas und vor Räikkönen sein. Oder zumindest einen von den beiden. Okay. Ich muss den Start wirklich richtig gut erwischen, sodass ich da wieder reinpreschen kann. Fair, aber dominant. Oh, jetzt gibt es bestimmt noch mal eine kurze Info von meiner smarten Sekretärin, wollte ich gerade sagen. Nein, sie ist meine Managerin. Ja, ja. Qualifying abgeschlossen. Ziehung? Was Ziehung? Man sieht da auch, die anderen Rennställe, die haben schon ein bisschen Interesse an mir. Mein Ruflevel, das steigt. Voicemail anhören. Hi, Emma hier. Hi, Emma. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. Das schaffen wir. Also Platz 14, da muss schon wirklich ein Unfall oder Schlimmeres passieren, dass ich hier nun verkacke. Oder vielleicht ein, oh, desolater Start. Das darf auch nicht passieren. Puh, Konzentration. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, welche Position werde ich einnehmen? Ich habe selber absolut keinen Plan. Also es könnte sein, dass da doch vielleicht ein bisschen Regen kommt. Rennen, starten. So, jetzt geht's um die Wurst. Die Kupplung wirklich schön schnell. Zack. Ah, ging besser. Wir kommen nicht gut vom Fleck, müssen uns jetzt hier am besten schön links halten, um dann hier vorne reinzupreschen. Sind jetzt hier hinter Perez, können dann da aber nochmal übers Feld. Ja, okay, Kollision mit Perez, das ist ja jetzt nicht so schlimm, zumindest keine Zeitstrafe. Wir haben uns ganz gut nach vorne gekämpft, dürfen jetzt aber nicht, da vorne ist schon Räikkönen. Den müssen wir irgendwie uns schnappen. Schaffen wir das vielleicht hier? Jawohl! Perfekt! Sehr gut an Räikkönen vorbeigekommen. Jetzt haben wir da Vettel und hinter, nee, vor Vettel ist wahrscheinlich noch Bottas. Da müssen wir irgendwie rankommen. Schön die Schikane nehmen. Gar nicht so schlecht, zumindest besser als im Qualifying. Jetzt geht es aber darum, dass wir an Vettel dranbleiben, um dann vielleicht in der richtigen Kurve hier einmal reinzukommen.
Vettel kommt nicht wieder an uns vorbei. Bottas ist sogar Erster. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir an Hamilton vorbeikommen. Schön hier auf der Gerade. DRS ist noch nicht aktiv. Schön runter über die Schikane. Oh, fast an der Bande hängen geblieben. Aber das sah eigentlich ganz gut aus. Schnellste Runde. Bottas mit der schnellsten Runde. Das ist auf gar keinen Fall sonderlich gut. Da kommen wir ganz gut an Hamilton dran, aber jetzt beim Rausbeschleunigen, da zieht er natürlich wieder weg. Aber wir müssen einfach dranbleiben. Unsere Chance vielleicht im richtigen Moment nutzen, hier da doch noch reinzugehen. Ja, hier geht es noch nicht, aber vielleicht in der nächsten Kurve, wenn wir dranbleiben. Bottas zieht da auf jeden Fall schon gut weg. Jetzt vielleicht die Chance. Nee, keine Chance da ranzukommen. Da ziehen sie auch beide wieder weg. Komm schon, an ihm vorbei. An Hamilton vielleicht vorbei, wenn wir jetzt hier wieder richtig rausbeschleunigen. Okay, das hat nicht sonderlich gut funktioniert. Vielleicht jetzt der nächste Angriff. Komm schon, das muss doch jetzt hier die Möglichkeit geben. Nee, das ist eine Schikane. Da kommen wir jetzt nicht wirklich an ihm vorbei. Aber wir hängen ihn wirklich hinten dran. Wir sind an seinem Sattel dran. Das ist natürlich Formel 1 Jargon. Und hier? Bist du bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Was? Okay, DRS kann jetzt aktiviert werden. Ich bin gerade an Hamilton vorbeigefahren. Schnellste Runde des Rennens. Okay, wir müssen es irgendwie schaffen, an Bottas uns irgendwie an ihn festzusaugen. Dann kann das hier tatsächlich der erste Platz werden. Und das wären gute Punkte. Vor allen Dingen in Bezug auf Kimi Räikkönen. Bei Bottas wird Zweiter wahrscheinlich. Der wird wenig Punkte in irgendeiner Weise verlieren. Aber Kimi Räikkönen. Weiterhin konsequent fahren, wirklich an ihm dranbleiben. Dann können wir das packen. Es ist die dritte von 5 Runden. Also es ist noch alles im grünen Bereich. Wir dürfen uns halt bloß keinen... Oh Gott! Fehler erlauben und da spreche ich es an. Es gibt aber... Der Grundflügel hat etwas abbekommen. Scheint geringfügig zu sein. Okay. Oh, ich hätte DRS aktivieren können. So, DRS ist aktiv. Oh, richtig runter. Jetzt keinen Crash mehr provozieren. Ich bin noch an ihm dran. DRS ist aktiv. Hier, vielleicht jetzt in der Schikane. Gut, runter. Kein Stress mehr produzieren. Oh, oh. Ich habe keine Lust auf eine Strafe. Das war ein bisschen rüpelhaft, aber alles noch im grünen Bereich. Jetzt hier vielleicht in... an ihm vorbei, das war ein gutes Manöver und das ist der erste Platz. Jawohl, meine Damen und Herren. Also ich gebe gerne zu, ich fahre vielleicht manchmal wie der hinterletzte Assi, aber ich meine das, oh Gott, ich meine das nicht böse. Ich kann es halt einfach nicht besser. Okay, jetzt gilt es einfach nur den Platz zu verteidigen. Einfach jetzt noch circa 2 Runden, also die 4. und die 5. schön runterfahren. Keine Fehler mehr, kein Crash oder sonst was. Und dann nehmen wir hier wirklich die wichtigen Punkte mit. Und das wäre, glaube ich, unser 2. Saisonsieg. Oh, da bin ich ganz kurz aufs Gras. Ganz langsam hier. Wow, krumm. Und da touchiere ich ein bisschen die Wand. Bottas ist auch direkt hinter mir. Weiß nicht, ob er jetzt hier nochmal angreift. Sieht aber nicht so aus. Ganz vorsichtig. Doch, da kommt er. Ich sehe den Pfeil. Schön die Schikane mitnehmen. Perfekt. Jetzt letzte Runde, meine Damen und Herren. Einfach nur noch verteidigen. Einfach nur verteidigen. Und dann haben wir das. Wow, da geht mir so ein bisschen... der Arsch auf Grundeis. Sieht aber alles noch gut aus. Darf uns nicht überholen. Komm schon, Alter. Das wären so wichtige Punkte. Oh Gott. Okay, alles perfekt. Bottas, komm schon. Mach jetzt keinen Heckmeck. Oh, oh. Er versucht vorbeizuziehen. Bottas! Yo, der hat mich volle Kanne an der Seite gecrashed. Junge, bei 300. Ist er verrückt? Er kommt wieder. Er versucht es diesmal innen. Keine Chance. Keine Chance. Komm schon, Zipi-Dissel. Du musst das machen. Lass dich jetzt nicht von dem noch irgendwie auskontern. Er ist auch schon wieder an mir dran. Ich sehe den Pfeil. Noch kommt aber keine Attacke. Da kommt er jetzt von rechts. Er zieht einfach an mir vorbei. Jetzt komm, einfach ideal. Einfach Kampflinie fahren. Komm, zieh. Zieh, zieh, zieh. Einfach nur durch. Karierte Flagge. Komm, 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 komm. Jawohl. Yes. Oh. Erster Platz. Jawohl, alter Falter. Und da freut er sich zurecht. Das war ein intensives Rennen, würde ich mal sagen. Hier wohl den Unterschied ausgemacht. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Ja, ja, die richtige Temperatur, das war einfach fahrerisches Können. Und da ist er, Patrick Paluden. Oh,
Dahinter Bottas Zweiter. Kimi Räikkönen sogar nur Fünfter. Das ist richtig gut. Wenn wir jetzt Rangliste... Oh, Bottas ist jetzt an Räikkönen vorbeigezogen. Aber wir haben richtig Punkte gut gemacht. Wir sind jetzt nur noch 14 Punkte hinter Bottas. Und vielleicht sogar in Schlagdistanz für Vettel. Also Hamilton ist sehr, sehr weit weg. Konstrukteursrangliste. Jungs, seid doch mal ruhig da. Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, hoffentlich wir. Nee, an die Spitze wird schwer. Aber krass, unser Team ist Platz 3. Das ist richtig gut. So, mal auf weiter. Was sagt Cheffe? Wo geht's denn? Was ist das nächste Rennen? Das würde mich mal interessieren. Wo geht's als nächstes hin? Ich muss mir jetzt erstmal ausruhen, ey. Das war wirklich intens. Zack. Oh, unsere neuen Sachen könnten auch schon verfügbar sein. Jawohl, komm, überspringen. Ja, ja. Unsere Rivalität, den haben wir zerstört. Schnellste Runde 1:17, jawohl. So Leute, das war's mit der heutigen Folge von Formel 1 2017. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.